Hi ihr Lieben, ich lasse gerade nebenbei ein anderes Video am Laufen, und zwar meine Foundation Review. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Concealer. Ich trage den einfach etwas dünner auf, damit, ja, weil die Foundation keine so hohe Deckkraft hat, finde ich, das sieht dann ein bisschen affig aus, wenn man so viel Concealer dann hat. Und das ist schon eher eine pastöse Camouflage, also eher so ein pastöser Concealer, dann sieht das immer ein bisschen merkwürdig aus. Schaut mal gerne in meine Infobox, ich werde sie jetzt pflegen, versuchen zu pflegen. Und ja, ihr könnt mir sagen, ob ihr das gut findet oder euch das reicht, wenn ich die Produkte einfach in die Kamera halte. Ja, genau. Also ich versuche nicht so viel Concealer zu machen. Ja, dann pudern wir das Ganze ab. Da benutze ich zuerst das Too Faced Puder. Da gehe ich aber nur hier am Nasenbereich entlang. Und der Rest vom Fest pudere ich mit einem anderen Puder ab. Ich habe jetzt ein Puder mal genommen, was man auch in der Drogerie noch kaufen kann. Und zwar ist es von Manhattan. Das ist das Compact Powder, Soft Compact Powder Natural Look. Und das ist die 0. Und dann pudere ich einfach mal mein ganzes Face ab. Und guck mal. Das ist transparent. Transparent, ja. Und ich dachte, ich benutze einfach für die ganzen Foundation Review ein und dasselbe Puder. Dann kann man einfach schauen, wie sich das verhält. Ich muss, ja, genau. Dieses Puder. Ich packe mir auch die Sachen gleich hier rein. Ich habe gestern ein bisschen umgestellt gehabt und finde meine Lösung gar nicht mal so verkehrt. Ich gehe in die NYX Palette rein und trage mir einen Bronzer auf. Ja, genau. Ich habe neue Projekte mir eben überlegt gehabt, einfach Foundation Review zu geben oder mal auch ein Primer Review. Immer mal wieder so zwischendurch. Ich denke, das ist ganz gut. Ja. Ich darf nur nicht meinen Hauttypen vergessen. So. Ich finde mit Bronzer. Look, ich habe heute so ein Oma-Shirt an. Ich bin mir nicht sicher, ob das omahaft ist oder. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie fühle ich mich wie meine Mutter. Obwohl sie noch nicht so alt ist. Aber sie hat, glaube ich, so ein gleiches. Ich bin mir nicht so sicher, aber irgendwas hat sie gehabt. Ja, genau. Genau, genau. Wieso muss ich mich immer bestätigen? Ich habe keine Ahnung, woher ich das jetzt habe. So ein Blush von Maybelline Dream Matte Blush. Ich fand das ganz cool, weil es nicht so richtig matt ist. Also, das ist nicht so, das ist so von der Konsistenz so Jelly-artig, also sehr interessant. Da gehe ich jetzt mal mit diesem Stippling Brush rein von Evelyn und trage ihn mir so ein bisschen hier auf den Wangenbereich auf. Ich habe das jetzt an meinem Handrücken so ein bisschen, ja, eingeklopft. Ich möchte herausfinden, ob ich sie benutzen werde oder nicht, diese Blushes. Ob ich, ja, ich habe 4 Stück. Einen habe ich schon aussortiert, weil man die Farbe gar nicht gesehen hat. Aber ich finde den ganz nett. Also, nee, den trage ich nicht auf. Ich trage wieder das Glow Puder auf mit einem fluffigen Pinsel. Ich habe den jetzt wieder gefunden. Ich habe gestern meine Pinsel, ich habe gestern deklattert ohne Ende. Ich werde das in ein extra Video packen und euch zeigen. Vielleicht hat ja jemand auch Interesse an den Dingen.
Das ist ein sehr putriges, also wenn ihr da dran geht, es staubt richtig. Aber hat einen wirklich super schönen, subtilen Shift. Also wirklich so, ja, fast schon für den Alltag too much. Aber irgendwie auch sehr, sehr fein von der Konsistenz. Gefällt mir sehr gut. Als Setting Powder unmöglich. So, ich bin wieder am Start. Ich habe jetzt mein Gesicht fixiert mit dem Öl Control von Make-up Revolution. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, das fixiert. Also nicht, dass es so lange hält, aber es macht halt einfach. Es macht nichts schlimmer. Sagen wir es mal so, wie es ist. Lippenbalsam. Bei manchen Foundations habe ich sogar, dass es hier an der Nase aufbricht. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß es nicht. So, dann starten wir mal mit unserem Augen-Make-up. Ich benutze die Eye Foundation von Catrice. Mein Gesicht ist aber noch ein bisschen nass. Und dieser Highlighter hat so einen goldenen Schiff. Das mag ich sehr gern. Ich sehe heute eh so. Ich mag diesen Messy-Look. Ich mag das gerichtet, ungerichtet auszusehen. Also, wenn man sich ein bisschen richtet, aber doch nicht aussieht, als hätte man großartig die Haare so zusammengebunden oder sowas. Das mag ich sehr, sehr gerne. Wie vom Winde verweht. Und ich fühle mich heute gut. War da auch mal ein Stift? Ich möchte eigentlich ein natürliches Augen-Make-up. Aber ich gucke gerade mal, welche. Ich glaube, wir nehmen die Make-up Revolution Palette. Ich nehme mir einen fluffigen Blenderpinsel und gehe erstmal hier in diesen hellsten Ton rein. Es ist kein Weiß, es ist so ein, ja, cremefarbener Ton und trage den erstmal auf mein unbewegliches Lid auf. Und dann aufs Bewegliche mit den Resten. Ja, mir kam eben gestern die Idee, dass ich doch dieses Projekt starten könnte, weil ich so viel Foundation habe. Und vielleicht findet da eine oder andere mal einen Schatz unter den ganzen Foundations, die ich habe. Ich habe mir jetzt mal saubere Pinsel zurechtgelegt. Wir starten mit dem hier. Das ist so ein, ja, so ein Karamellton. Die Palette ist sehr putrig, dafür aber auch gut pigmentiert. Also ich mag die wirklich sehr gerne. Und ich benutze einen BH Cosmetics veganen Pinsel. Das ist die V5. Die mag ich, um hier auf dem Lid zu arbeiten. Also um diese Verblendungsfarbe da zu machen. Übergangsfarbe, wie auch immer. Hier wirkt mein Auge sehr, sehr trocken. Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht hier stören. Dann gehe ich mit einem kleineren Blendepinsel. Der ist jetzt von Ebelin aus der alten Kollektion. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das war dieser. Ja. Genau. Wir gehen dann in dieses warme Braun hier. Gehe ich so zweimal rein und ich habe heute nicht so Lust auf Farbe, aber ich glaube, ich nehme noch ein Pigment dazu. Das hat entweder das rosane oder das kupferfarbene. Mal gucken. Das ist nämlich gar nicht so peachig, wie ich gedacht habe. Ich finde, habt ihr auch ein Auge, wo ihr besser seid? Oder seid ihr bei beiden Augen genauso gut? Ich bin eher bei dem linken irgendwie so spärlich. Bei mir sieht das immer unverblendet aus hier. Ich glaube, das hängt auch mehr. Blenderpinsel und. Okay, gehen wir noch ein bisschen ins Dunklere. Ich habe hier so ein ganz schön viel Farbe ab.
Ich habe hier noch so ein, ja, das sieht aus wie der von zu Eva. Ich glaube, der 231er. Ist es aber nicht. Das ist von BH Cosmetics. Der ist auch ein bisschen unschön geschnitten. Seht ihr das? Den mag ich nicht so, denke ich. Mag ich den oder mag ich den nicht? Ich probiere den aus, wenn er heute nichts ist. Ciao. Und auf Wiedersehen wird er gewaschen und darf gehen. Dann gehe ich ins dunklere Braun. Die sind sehr, sehr gut pigmentiert. Also man muss echt aufpassen wegen Fallout und Kickback und sehr, sehr pudrig. Aber dafür lassen sie sich auch top auf dem Auge bringen. Also nicht so wie die matten Töne aus der Revolution X Palette da, Tammy. Die lassen sich wirklich gut verblenden. Und dann nehme ich mir einen Smudger-Pinsel und trage mir dieses warme Braun zuerst unten am Wimpernkranz auf. Und dann gehe ich in das. Seht ihr das, was ich meine? Das ist ganz schön viel Pustekuchen. Und ich kneife meine Augen immer so ein bisschen zusammen, dann komme ich richtig gut an die untere Wasserlinie, also am unteren Wimpernkranz kneife ich sie immer so zusammen. Keine Ahnung, warum ich das mache. Ich mach's einfach. Puderpinsel und wische mir das ganze Fallout weg. Blenderpinsel und verblende mir das Ganze mal. Dann kommt auch so ein bisschen noch das peachige, ja, dieser Beige-Ton. Auch das verblende ich hier im äußersten Winkel. Wir können noch ein bisschen Concealer auftragen auf unseren Lidern. Wir könnten, ich mache das gerne in letzter Zeit auch tagsüber, also für den Tag. Weil ich einfach finde, ich trage mir jetzt erstmal schwarzen Kajal auf der oberen Wasserlinie auf. Mal gucken, ob ich das hinkriege noch. Das ist so ungewohnt. Oder ist schön schwarz. Tränen einem die Augen, das muss man vorher machen. Am besten. Das macht schon was aus. Ihr habt das gesehen bei der Paint Pot, die macht das immer. Bei der Madame Paint Pot. Ich mag die so, so gerne. Schauen, ich habe fast alle ihre Videos jetzt durchgeschaut. Und bei Leuten, die ich gerne mag, gucke ich auch die älteren Videos und erinnere mich gerne mal zurück. Ja, wie gesagt, auf den oberen Lidern würde ich gerne das Pigment auftragen. Ich guck mal, wo ich das habe. So, ich habe da so eine Art, wie ich das mache. Und zurzeit benutze ich super gerne den Pinsel hier von Zoeva. Das ist eigentlich ein, ja, Soft Concealer. 144 Pinsel. Und den trage ich einfach hier mal so auf. Und ich finde, wenn man keine präzise Cut-Crease ziehen möchte, sondern nur so ein bisschen aufhellen, finde ich den echt gut. Okay, dann kommen wir mal zum Pigment. Das ist Pink Opal und ich glaube, das passt ganz gut eigentlich zu dem Frühling, zum, ja. Ich weiß aber nicht genau, ob ich das mit dem.
Ich benutze Fix Plus, weil das so, das hat Glycerin drin. Und ich glaube, wenn man so matte Sachen benutzt, dann ist das eigentlich nicht. Ja, ich mache mir was auf dem Handrücken, dann geht das Wasser auch nicht so verloren, sage ich mal. Das teure, gute Fixierungswasser. Und geht dann mit meinem Pinsel in das Pigment rein. Dann habe ich so einiges am Pinsel, wie man sieht. Und presse mir das jetzt mal so drauf. Aber irgendwie wirft das Klümpchen. Vielleicht brauche ich einen anderen Pinsel. Ich habe jetzt mal den W7-Pinsel genommen. Damit der Übergang natürlich nicht so krass ist, werden wir da so ein bisschen verblenden. Also der W7-Pinsel hat tatsächlich besser funktioniert. Ist mein allerliebster Pinsel, um Creme-Lidschatten aufzutragen, also so Pigmente aufzutragen oder irgendeinen Schimmer-Lidschatten. Ich finde, der nimmt super Produkt auf und gibt das auch super wieder ab. Also den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ich habe ihn nochmal bei Cosmetic for Less bestellt. Für 3 Euro einzigartig. Und kommt einem zu Eva-Pinsel wirklich nah für diesen Preis. Ich gehe in dieses, ja, ich habe hier eigentlich genug noch Produkt am Pinsel und gehe da einfach so über die Kanten. Mit dem helleren Ton erstmal. Dass es nicht ganz so hart ist. Und wenn es doch ein bisschen zu wenig Produkt ist, dann einfach wieder in, ja, in das warme Braun reingehen und so ein bisschen aufbauen hier. Oh, mögt ihr Papierkram? Ich sehe gerade, meine Wasserlinie ist auch ein bisschen schwarz geworden, weil der Kajal natürlich abstempelt. Das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob das klappt, aber es klappt nicht. Ja, okay. Im inneren Winkel, meine Lieben, möchte ich ein Highlight setzen, aber nicht mit einem Schimmerton. Ich finde, das ist, reicht schon an Schimmer auf der Wasserlinie. Ich gehe jetzt einfach in den hellsten Ton hier rein. Ich glaube, das ist der hier. Weiß es nicht. Welcher, also einen von den beiden weißen Tönen oder hellen Tönen und setze mir dann einfach mal in den Innenwinkel. Ich finde, das öffnet immer das Auge und ist, ja, ich gucke mal, welcher besser pigmentiert ist. Der in der Mitte. Das ist ein bisschen besser. Okay. Dann Pinsel. Und gehe so über alles drüber. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Pigment hat so ein bisschen gekrümelt. Und diese Krümel sind auch drauf. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, ob ich es weiter nochmal nutzen werde, das Pigment. Ich denke nicht. Aber das seht ihr dann in meiner Review zum Schminkkorb. Oh, ich merke schon, dass meine Augenlider echt alt werden oder älter. Sie sind so also nicht faltig, aber mit dem Pigment, es macht es halt nicht besser. Und ich habe mir einen ganz, ganz kleinen Wing gezogen, damit mein Auge so nach oben geliftet ist. Ich finde das immer irgendwie ein bisschen... Ich benutze Mascara und davor curl ich mal meine Wimpern. So, mein Look wäre fast fertig, wenn nicht meine Lippen gemacht sind. Ich habe mir hier eine Kiste ausgesucht, um Lippenstifte zu testen, welche ich mag, welche ich aussortieren möchte. Wir haben schon ein etwas, ja, stärkeres Augen-Make-up. Aber ich möchte so ein bisschen Farbe ins Spiel bringen und den Colourpop Hello Kitty in der Farbe, ich habe keine Ahnung, Look Diary oder Diary. Ja, was ist das? Ich kann es nicht lesen, aber ich schreibe es euch hin. Ich google das mal, ne? So. Ich nehme mir immer die Lippenpflege ab. Ich finde das eklig. Eklig. Und den mag ich sehr.
ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ist aber irgendwie nicht kissproof. Obwohl da Ultra Satin Lip. Aber dieses Satin ist wahrscheinlich nicht kein kissproof. Ich habe es an meinem Sohn getestet. Der hat einen Knuter. Ja, mein Look wäre fertig. Und ich bin zufrieden. Ich werde euch alle Produkte, die ich benutzt habe, in der Infobox reinschreiben. Yay! Ich mache mir immer so ein Körbchen und schmeiß die Dinge rein. Es kann natürlich sein, dass ich etwas vergesse. Seht's mir nach. Ich bin auch nur menschlich. Ansonsten bin ich wirklich begeistert von diesem Lippenstift. Der kommt viel roter rüber, ist aber beerig. Es ist so ungefähr so dieses, ja, Beeren. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Und ja, schreibt mir gerne wegen meinem Projekt alles in die Infobox, ob euch das gefällt, ob ihr überhaupt daran Interesse habt, dass ich Foundations so durchteste, einen ganzen Tag lang. Heute ist ja auch die 183 Tage Foundation dran. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!